Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eins sehr deutlich sagen. Solche Vorwürfe treffen die Landespolizei in ihren Grundfesten. Klare Worte von Hans-Joachim Grothe bei der Pressekonferenz am Montagmorgen. Gemeinsam mit Führungspersonal der Landespolizei reagierte der Innenminister auf den Verdacht, dass Journalisten, die zur Rocker-Affäre recherchieren, überwacht werden. Grothe sprach den Beamten sein Vertrauen aus, betonte aber: Nichtsdestotrotz bleiben die erhobenen Vorwürfe in der Welt und müssen eindeutig ausgeräumt werden. Wir werden deshalb die Staatsanwaltschaft bitten, auch diesen Vorwürfen in allen Richtungen nachzugehen. Ich betone ausdrücklich, dass dies kein Ausdruck von Misstrauen ist. Es ist aber mein Verständnis von meinem Amt, dass derart Schwerwiegendes nicht im Raum stehen bleiben darf, sondern einer abschließenden Prüfung unterzogen werden muss. Ich kann Ihnen deshalb auch versichern, dass wir als Hausspitze des Innenministeriums unseren Beitrag zur Aufklärung auch dieser Vorwürfe leisten werden. Im Übrigen begrüße ich es sehr, dass auch der Innen- und Rechtsausschuss des Landtages im Rahmen der Akteneinsicht einen eigenen Beitrag zur Aufklärung des gesamten Komplexes um die sogenannte Soko Rocker leisten wird. Ich selbst werde darüber hinaus eine externe Begutachtung in Auftrag geben und Ihnen dazu auch in Kürze konkrete Namen nennen. Gegen Bedenken, dass Reporter überwacht worden sein könnten, wehrte sich die dort vertretene Führungsriege entschieden. Das, was der Landespolizei am Samstag und in der heutigen Berichterstattung vorgeworfen ist, das kann sie nicht, das darf sie nicht und das hat sie nicht gemacht. Auf dem videografierten Messgerät, auch für Sie sicherlich erkennbar, ist deutlich, dass das Frequenzband 1015 bis 1033 MHz abzulesen war. Dieses Frequenzband liegt außerhalb des für die GPS-Ordnung durch die Landespolizei genutzten GSM-Netzes. Und dieses Frequenzband liegt ebenfalls außerhalb der Frequenzen unserer Funkpeiltechnik. Vielmehr liegt dieses Frequenzband in einem Frequenzbereich, der laut Bundesnetzagentur für den militärischen Flugnavigationsdienst ausgewiesen ist und damit für eine Nutzung durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ausdrücklich verschlossen ist. Die Landespolizei ist an rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze gebunden. Sie hält sich an diese, ohne Wenn und Aber. Die Frage, wie es jedoch zu vermehrten Überwachungsvorwürfen aus den eigenen Reihen kommen konnte, blieb weiterhin ungeklärt. Ich nehme keine Häufung wahr. Ich nehme eine Wiederholung wahr aus einer Richtung. Eine Häufung nehme ich nicht wahr. Und ich habe an verschiedener Stelle schon gesagt, ich sehe mich auch ein Stück weit außerstande, auf diese Vorwürfe zu reagieren, weil ich sie nicht kenne im Detail, weil ich nicht weiß, von wem sie kommen und weil es da zumindest von der vermeintlichen Gegenseite kein offenes Visier. Aber eine Häufung, nochmal, Herr Kramer, Herr Höß und ich hören da sehr intensiv in die Landespolizei rein. Für eine Häufung habe ich keine Erkenntnis. Für eine permanente Wiederholung schon. Das ist richtig. Ungeklärt blieb auch die Frage, warum das Funkwellenmessgerät am ausgeschalteten Auto anschlug. Also wir können ja nicht belegen, dass es dann tatsächlich ein Signal in diesem Frequenzbereich war. Das kann eine Störstrahlung sein, eine Streustrahlung, überlagernde Signale. Warum eine umfangreiche Aufklärung notwendig ist, stellte der Innenminister abschließend klar. Dieses Ganze hat ja inzwischen eine weit mehr als nur inhaltliche Debatte auf Ebene der Polizeiführung, auf Ebene des Ministeriums gegeben. Es ist ja mit den Aussagen an die rechtsstaatliche Handlungsweise unserer Polizei auch eine politische Dimension entstanden. Und insofern erachte ich es als sehr wichtig und erforderlich, dass auch diese politische Aufarbeitung erfolgt.